Hallo, da draußen ist der einsame Wanderer. Ich habe endlich mal wieder einen Artikel zur Wirtschaft. Ich mag das hier gerne und als Ökonom und auch Libertär angehauchter muss ich sagen, muss ich den einfach machen hier. Nur ein entfesselter Kapitalismus kann diesen Teufelskreis brechen. Nehmen wir das mal so hin, ohne es gleich zu diskutieren. Gehen wir mal rein. Die Ampel glaubt, sie wisse, was gut für Volkswagen ist und sei klüger als der Markt. Das ist die gefährliche Hybris, die uns in dieses Desaster geführt hat. Die Lage ist ernst genug. Es braucht eine radikale Kurskorrektur und liegt in der wundersamen Intelligenz des freien Marktes. Also hier ein deutlicher Ausruf für mehr freie Marktwirtschaft. Und hier mit Ludwig Erhard als Beispiel. Es gibt Leute im Kommentarbereich, die sagen, es ging nicht um entfesselten Kapitalismus, sondern um soziale Marktwirtschaft. Ich gehe aber davon aus, dass Herr Mannhardt das im Prinzip auch so gemeint hat. Sei es drum. Entscheidend als Standortfaktor ist da auch die langfristige Planungssicherheit, sagt Robert Habeck in Bezug auf die Krise bei VW und das EU-Verbrennerverbot. Also, mal ganz kurz. Die Planungssicherheit besteht darin, dass ich weiß, dass wahrscheinlich 35 Verbrenner verboten sind. Und da nichts mehr geht bei mir. Und ich weiß aber auch, das ist die Planungssicherheit, die ich habe, dass alles unsicher ist, weil nämlich die E-Subventionen mal eben weggenommen worden sind. Und außerdem muss ich mich ja fragen, warum läuft der Markt nur, wenn Subventionen dabei sind? Eigentlich sollte er alleine laufen ohne Subventionen. Das ist schon mal das erste Problem wieder an der Stelle, diese ganze Subventionsgeschichte. Aber sei es drum, was wirklich, also das hier noch als Planungssicherheit zu bezeichnen, ist ein großes Ding von Habeck, wirklich. Da fällt mir nicht viel zu ein. Naja. Das schreibt übrigens auch der Autor. Das Verbot des zentralen Geschäftsmodells bei Volkswagen als Standortvorteil. Darauf muss er auch erstmal kommen. Habeck trifft den Nagel aber eigentlich auf den Kopf. Der Staat lenkt die Wirtschaft und tut ihr damit einen Gefallen. Das ist ernsthaft das Selbstbild, das in dieser Bundesregierung vorherrscht. Ja, das ist Planwirtschaft, liebe Freunde, Planwirtschaft. Herr Habeck hat auch gesagt, ja, die Produktion sollte sich quasi im Angebot des Stroms ausrichten. Nur mal kurz drüber nachdenken, ist der Wahnsinn, da habe ich ein Video drüber gemacht. Das ist wirklich, die sind ganz tief in der Planwirtschaft und sie merken es nicht. Die gefühlte Ohnmacht im Angesicht einer herannahenden Krise ist gefährlich. Sie ist der Moment, in dem exakt jene falschen Weichenstellungen gestellt werden, die alles erst so richtig schlimm machen. Die Bundesregierung reagiert auf das epochale Beben bei Volkswagen, erwartbar mit Subventionen für Elektroautos, und bewegt sich weiter auf einem Pfad, den Ludwig von Mises als Interventionsspirale bezeichnete. Ein Teufelskreis, bei dem auf wirtschaftliche Probleme mit der Einschränkung der Marktwirtschaft reagiert wird. Jetzt könnte sich der Strudel beschleunigen, bis es kein Ausbrechen mehr gibt. Also, wir sagen, wir wissen, was am besten für den Markt ist. Das E-Auto ist es jetzt. Und damit das auch funktioniert, weil es ja so nicht funktioniert, verbieten wir einfach das gut laufende Produkt. Damit unser Produkt, was ja so toll ist, dann gewinnt. Das ist schon mal das erste Ding, wo ich wieder sage, wenn es so toll wäre, würde es sich von ganz allein gegen den Verbrenner durchsetzen. Und wir haben wieder das Problem, die Politiker glauben, sie wüssten, was das Beste ist. Denkt an die DDR, die haben 5, 10, 20 Jahrespläne gemacht. Nochmal, für alle, die jung sind und es nicht wissen, wenn du ein Auto kaufen wolltest und du wolltest das für dein Kind haben, das ist kein Witz. In der DDR hast du das Auto bei Geburt deiner Tochter oder deines Sohnes bestellt. Bei Geburt. Weil es so lange gedauert hat, bis es produziert worden war. Das ist Planwirtschaft. So funktioniert die nämlich gar nicht. Und genau das haben wir hier auch wieder. Wir wissen, was gut ist. Wir legen nämlich in Plänen fest, was die Bevölkerung konsumieren soll. Und das ist E-Auto und sonst nichts. Freier Markt, irgendwie Innovationen haben und dann das die beste Lösung finden. Freier Markt und so, weit gefehlt. Nein. Wir sind die Experten, wir wissen, dass das Beste ist und deshalb werden wir alles andere nicht fördern und verbieten und stoppen Subventionen, das Produkt, was eigentlich nicht so richtig läuft, weil wir ja wissen, dass das Beste ist. Das ist Planwirtschaft. So sieht's aus. Und wenn es dann nicht läuft, dann versucht man nochmal zu subventionieren. Aber wenn es das falsche Produkt ist, dann bringt es nichts. Es ist das klassische Rezept dieser Regierung. Schlechtes mit mehr von denselben bekämpfen. Dazu kommt, wenn die Regierung gar nicht mehr das Gefühl hat, etwas ändern zu können, schmiert man das kaputte Getriebe eben noch für ein paar Monate, um den Bruch dem nächsten zuzuschieben, der dann viel schlimmer ausfällt. Sozialausgaben sollen die Wogen glätten. Die eigentlich recht bürgerliche Weimarer Koalition reagierte auf die durch den Versailler Vertrag
fiskalisch ohnehin aussichtslose Situation mit absurden Sozialabgaben, die auch politische Stabilität kaufen sollten. Schließlich war die Inflation nicht mehr aufzuhalten. Der Markt ist schlauer als Robert Habeck. Es ist ein vernichtender Kreis des Niedergangs. Der Staat stopft notdürftig die Löcher. Was er nur durch frisches Geld kann, das den Teufelskreis durch Inflation, Staatsverschuldung weiter anheizt. Es sind turbulente, unübersichtliche Zeiten, in die wir jetzt schlittern, beziehungsweise in denen wir gerade ankommen. Die Gefahr, alles noch schlimmer zu machen, ist jetzt besonders groß. Die Lösung kann ein tiefes Besinnen auf das sein, von dem wir zweifelsfrei wissen, dass es wahr ist. Der Markt schafft Wohlstand, der Staat vernichtet ihn. Harte Worte, aber sehr passend. Der Grund, warum der Kapitalismus erfolgreich ist, ist einfach. Er liefert Informationen, die kein Politiker haben kann. Er nimmt die unendlichen Bedürfnisse auf und bringt sie in ein Gleichgewicht aus Angebot und Nachfrage. Da sind wir wieder bei Robert Habeck. Was wir brauchen, ist nicht langfristige Planbarkeit, sondern Offenheit, damit der Markt und nur der Markt die beste Lösung finden kann. Anmaßung von Wissen nannte Hayek diesen Glauben, ein einzelner Politiker könne im Ernst die Wirtschaft alleine besser lenken. Ja. Und genau das kriegen die auch seit Jahrzehnten, Jahrhunderten nicht auf die Kette. Ja? Sie glauben immer noch, mit der Planwirtschaft geht's und sie werden diesen Glauben auch nicht los. Das ist wirklich irre. Bei so vielen Fehlversuchen, die wir in der Vergangenheit hatten, dass das nicht funktioniert. Wohin soll sich Volkswagen ausrichten? Was ist die Zukunft? Elektroautos, Verbrenner, Hybrid oder E-Fuels? Ich persönlich glaube nicht an die einhellige Elektrozukunft. Aber ich würde es niemals politisch festlegen wollen. Denn das ist ja genau jene Hybris, die uns alle dümmer macht. Man kann die Zukunft nicht vorhersehen. Wer glaubt, er könnte es, ist nicht weit über den Weihnachtsmann hinausgekommen. Mehr Milei würde helfen. Nur der Markt und sein dezentrales Informationssystem können den Weg durchs Dickicht finden. Welche Antriebstechnologie die effektivste und sinnvollste ist, kann nur der Markt herausfinden. Wenn man Volkswagen helfen will, muss man zuallererst den Nebel klären. Aktuell richtet sich der Konzern nicht am Angebot und der Nachfrage aus, sondern wahlweise am EU-Verbrennerverbot oder an Subventionsoptionen. Ja, und das ist eben schlecht. Die Manager haben meiner Ansicht nach auch versagt. Sie haben gesagt, naja, dann machen wir es mal so, wie uns die Politik das vorschreibt, statt auf die Barrikaden zu gehen, zu schauen, was international passiert und den Weg einfach selber zu gehen. Es wird so viel Lobbyarbeit gemacht, warum geht da die Lobbyarbeit nicht sozusagen EU-weit? Um dieses Verbrennerverbot mal zu kippen und diese unsinnige Politik. Wundert mich schön, aber wer natürlich immer wieder speichelleckerisch dem Staat mitläuft, der endet so, ne, wie wir das da haben. Und die tolle Gewerkschaft und der Betriebsrat, die jetzt mosern, ja, was haben die dafür gemacht, dass es besser ist? Habe ich da irgendwie Kritik gehört? Nee, weil die Gewerkschaften und die Betriebsräte meistens irgendeinem Sozialismus und Gender und irgendwie Antidiskriminierung frönen, aber halt sonst nicht viel auf die Kette bekommen. Ja, und sich dann beschweren und dann kommen nochmal in die Schlagzeilen, die dicken, dass irgendwie der Vorstand sich in einem tollen Hotel tummelt. Unmöglich, geht ja gar nicht, ne? Ja, das ist Ablenkung davon, dass alle mal ordentlich versagt haben hier. Das sage ich mal so ganz hart. Es gibt aber nur zwei Wege. Entweder ein unendlicher Strudel der Subventionen und Sozialausgaben oder eine Wende. Dazu müssen wir aber erkennen, wie tief wir drinstecken und wie radikal demzufolge auch diese wirtschaftspolitische Korrektur sein muss. Niemandem wäre geholfen mit einer CDU-Regierung, die an der VW-Spitze ein wenig nach dem Mund redet, ein paar Subventionen auspackt und den Kurs der Energiewende abbremst. Wie es gehen könnte, zeigt in einer noch schwierigen Situation, Gott, wie spricht er sich? Javier? Milei? Ich weiß nicht genau, in Argentinien. Die Brachialreformen zeigen schneller Wirkung, als Milei selbst gedacht hätte. Nur so eine radikale Besinnung auf das, was Ludwig Erhard mit der sozialen, also freien Marktwirtschaft im Sinne hatte, kann diesen Teufelskreis brechen. Die Lage ist ernst genug. Hier also ein spannender Artikel, der auf mehr Marktwirtschaft, auf mehr freien Markt setzt, was mir gut gefällt. Ich habe zwar Bedenken, dass der freie Markt immer uneingeschränkt zum Guten führt. Das sehe ich sicherlich anders als zum Beispiel Oliver Janich. Nichtsdestotrotz, der libertäre Ansatz wäre der richtige. Wieder echte soziale Marktwirtschaft und nicht das, was wir jetzt haben. Ja, und diese ganze Planwirtschaftsgeschichte, die wir haben, weil die führt uns grundsätzlich in den Untergang. Und sagen wir es ganz hart, weder SPD noch Grüne können es. Sie können Wirtschaft nicht. Punkt. Und selbst wenn es eine schlechte Wirtschaft wäre, sie wäre immer noch besser als Robert Habeck, weil Habeck eben keine Ahnung hat von Wirtschaft. Kann er auch nicht, er ist Kinderbuchautor. Das kann man dem Mann noch nicht mal verdenken.
Wir müssten eher uns an die eigene Nase greifen und sagen, warum haben wir jemanden, der Kinderberater ist, in eine solche Position kommen lassen? Der Mann kann ihm etwas leid tun, der kann es ja nicht bringen. Der hat überhaupt keine Kompetenz dafür. Wir sind schuld, dass wir solche inkompetenten Leute in so hohe Ämter hieven. Das ist unsere Schuld. Das ist unser falsches, ineffizientes System. Und da müssen wir uns mal selber fragen, wie das eigentlich sein kann. Und das war's von mir heute. Ich wünsche euch was, teilt bitte das Video und lasst ein Abo da. Auf bald.